Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Episode 8. Was bisher geschah bei Die letzten Jedi. Nachdem die Erste Ordnung den Widerstandskreuzer angegriffen hatte, hackten Poe, Finn und Rose einen Plan aus, um der Flotte die Flucht zu ermöglichen. Sie reisten nach Cantonica und suchten dort nach dem Meister Codeknacker, der das Erfassungssystem der Ersten Ordnung deaktivieren sollte. Nachdem eine Strafzettel wegen Falschparken ihren Plan beinahe zunichte machte, trafen sie schließlich auf den mysteriösen DJ. Währenddessen versuchte Rey auf dem entlegenen Planeten Achto Luke Skywalker zur Rückkehr in den Widerstand zu bewegen. So, entschuldigt, dass ich mich da einmal verhaspelt habe. Ach, dieser blöde Lauftext. So. Ach ja, ich erinnere mich. Wir sollten ja jetzt Jedi werden. Ach ja. Na, Chewbacca. Erinnert ihr euch noch an Episode 7, das Ende? Luke Skywalker stand hier. Wir zeigten ihm sein Lichtschwert. Und er hat es erstmal hier in Episode 8 weggeworfen. Und Chewbacca lebt auch noch, ja. Und er hat jetzt neue Freunde. Und die Vögel sind nur aus einem einzigen Zweck eingeführt worden. Nein, wahrscheinlich sind sie wegen dem Knuddelfaktor eingeführt worden. Aber offensichtlich, Chewbacca hat im Film eine Szene, da brät er sich ein Brathähnchen, weil er hat Hunger, und will da reinbeißen. Und dann steht so ein Vogel daneben und macht einmal... Und da legt er das Hähnchen weg. Seitdem ist er Vegetarier. Ja, also dafür wurden diese Vögel eingeführt, damit Chewbacca Vegetarier wird. So, also meine Freunde, Luke Skywalker wartet und wir sind gleich da. Also es ist so affig, also das ist auch eine Szene, die absolut überflüssig ist, die sie da gemacht haben, weil die hat wirklich was von, wir wollten irgendeine Lobby zufriedenstellen, so unter dem Motto, das muss mal rein, ja. Die hat keine Relevanz, gar keine. Okay, so, wo ist denn jetzt Luke? Luke! Ich bin nicht dein Vater, auch nicht deine Tochter. Ich such dich nur, weil du hattest ein Lichtschwert und das wolltest du gerade wegwerfen. Und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Moment, Moment, Moment. So. Okay, hat mich gerade was abgelenkt. Ah, ja, was? Es geht hier lang? Ja, die Musik ist übrigens die einzig Gute an der Stelle. Also im Film. Die kommt noch aus Episode 7, die Musik an der Stelle. Da kehrt er... Moment. Luke Skywalker... Oh Gott. Oh Gott, mir fällt ja gerade ein, das wird ja jetzt die Szene mit dem... Ihr erinnert euch, Luke Skywalker. Bisher, wenn wir ihn in diesem Lego-Spiel getroffen haben und er hatte nichts zu tun, packte er die Milchtüte aus. Nahm einen Schluck und hatte dann einen schönen blauen Milchbart. Im Film, in Episode 1 bis... Auch 7. Hatte er nie eine Milchtüte in die Hand genommen. Aber... Ja, in Episode... Ich will nicht mit dir reden. 8. Ich bin vom Widerstand. Eure Schwester Leia schickt mich. Wir brauchen eure Hilfe. Hallo? Hi. Also, ich bin ja noch da. So, also wie gesagt, denkt dran, die Milchtüte. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Ja, die... Lass mich in Ruhe. Mensch, Milchbubi, sei nicht so. Willst doch endlich mal die frische Milch holen. Ja, er wird gleich zu einer Kuh gehen und Milch, melken. Und die wird er dann trinken. Da kommt das überhaupt her, dass er da milchmäßig irgendwie unterwegs ist. So pampig. Ja, das ist eine gute Frage. Ich sagte doch schon, als wir ihn gesehen haben, es hatte einen Grund, dass er sich hier zurückgezogen hat. Und den werden wir jetzt langsam erfahren. Und der Grund ist, dass er so pampig ist.
Bitte, folge mir nicht mehr. Warum hat er sich umgezogen? Oh, Moment. Seine Heimat. Oh, sein... Wenigstens hat er den Trainingsdruiden und den Helm noch. Da sind sie. Es war doch klar. Aber schön ist, dass sie das so schön thematisieren. Das mit der Milchabhängigkeit. Die vorher im Film nicht einmal drin war. Dass er überhaupt irgendwas trank. So hört doch, der Widerstand schickt mich. Was immer du zu sagen hast, es interessiert mich nicht. Aber Meister Skywalker... Bist du immer so nervtötend? Nur heute. Keine Ahnung. Ja, sie war in den Filmen immer nervtötend. So ein bisschen. Weil sie konnte ja alles, sie war Rey. Ne? Ach, schön. Also, Luke, ich bin immer noch hinter dir. Unauffällig. Ich kann übrigens nicht schneller laufen. Warum wollt ihr nicht hören, was ich zu sagen habe? Hör mal. Du scheinst ein nettes Mädchen zu sein, aber ich bin nicht interessiert. Aber ich will was von dir. Du bist so ein attraktiver junger Mann. Moment, das Gespräch läuft gerade in die falsche Richtung. Ich bin nicht interessiert. Also deutlicher kann das ja gar nicht mehr sagen, ne? Skywalker, es geht um die erste Ordnung. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Vielleicht steckt er sich noch seine Hände oder Ohren, also auf die Ohren oder so. Ich muss das ja Lego-konform irgendwie erklären, was er da macht. Er hat ja gar keine Ohren. Moment. Lego baut mal Figuren mit Ohren. Es ist wichtig. Bitte. Hör mal, Kleine. Wie heißt du? Rey. Woher kommst du, Rey? Von nirgendwo. Niemand kommt von nirgendwo. Jakku. Na schön, das ist so ziemlich nirgendwo. Vielleicht solltest du wieder nach nirgendwo gehen. Mhm. Nowhere. Ist eine Raumstation, ein ehemaliger Außerirdischer bei Marvel, ne? Bei den Guardians of the Galaxy. Also, da kann man auch von woher kommen. Von nirgendwo. Wenn du mir schon folgen musst, warum machst du dich nicht nützlich? Ich habe meine Milchflasche verloren. Such sie und bring sie mir zurück. Nicht das. Es ist so eine... Die Szene mit der Milch wurde so kontrovers diskutiert von allen Fans. Und jetzt bauen die das ein. Oh, besonders auch noch das Viech da hat die Flasche verloren. So. Die Szene kennst du noch nicht einmal. Es ist eine Nebenszene. Wirklich. Die ganze Sache, die wir hier gerade spielen, ist im Film eine Minute lang. Länger ist die gar nicht. Das ganze Dorf ist im Film nicht drin. Tova Adi, Inoa Umbra, Lulu Dinamu Sambra, Bisuva Budronda, Yambani Kru, Sita Dron Mumba. Chui versteht ihn, ne? Nein. Was sind das für Frösche? Das sind die Einheimischen dieser Insel. Und mehr kann ich dir zu denen nicht sagen, weil die sind im Film drin. Luke lebt neben denen und sie werden nicht thematisiert. Sie haben im Film keinen Namen, sie werden einen Namen haben, aber sie sind unwichtig. Sie sind einfach da, weil sie da sind. Fertig. Ich würde dir gerne was dazu sagen, aber Episode 7, 8 und 9 kranken an der Tatsache, dass Sachen einfach da sind, weil sie da sind. Ohne näheren Grund. Also dir wird endlich erklärt, dass er hier als Einsiedler auf einer einsamen Insel lebt und dann hast du da aber ganz viele Frösche drauf, also diese Lebewesen, und die denken auch noch, die kümmern sich um sein Haus, putzen das, wohnen hier in Siedlungen und naja. Das macht alles Sinn. Ich sag mal so, das macht Sinn. So, Luke. Danke, Kleine. Aber denk nicht, dass ich dir jetzt was schulde. Thank you.
kenne diesen Ort. Die Originale der Jedi-Schriften. Wieso bist du hier? Irgendetwas in mir ist immer da gewesen. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Ah. Hm. Nein. Ach. Drei Lektionen. Ich werde dich mit der Macht der Jedi vertraut machen und warum ihre Ära enden muss. Schön, schön. Aber auch immer, dass die Milchflasche, das Ding mit der Milchbar gerade, ja. Im Film ist es so, er geht wirklich zu diesen Viechern, melkt die, nimmt einen Schluck aus der Bottle, ja, direkt, ja, so. Und da kommt diese Szene mit der Milch her und dann springt er sich über einen Abgrund und will sie immer loswerden. Sie rennt ihm wirklich nur hinterher, mehr passiert da in der Szene nicht, ja. Also die Szene war fast identisch wie im Film, diese Cutscene. Und alles, was wir davor gemacht haben, war eigentlich im Film nicht drin. Aber hey, deswegen, das passt. Nur, dass hier schon ein richtiges Business mit der Milchproduktion erschaffen worden ist. Dafür seid ihr also im Film nicht da gewesen. Das haben sie im Film nicht gemacht, die Vögel. Aber es ist geil. Die Insel ist sehr hübsch. Also für ein Lego-Spiel finde ich das insgesamt sehr hübsch. So, wir werden jetzt mal ausgebildet. Warte mal. Ich lasse die Frösche hier alle mal links liegen, weil ich verstehe die Sprache ja wieso nicht. Und die denken auch, was ist das für eine komische Person, die hier immer wieder durch unser Dorf wuselt und irgendwas macht. Und was ist dieser alte Typ da, der immer nur der grummelt und was weiß ich alles. Oh, hier rächt sich, dass ich diese schnelle Laufgeschwindigkeit freigeschaltet habe. So, wusch, wusch, wusch. Ah, Hilfe, Kurve. Wir sind ja noch angehender Jedi. Wir wissen, wie das geht mit dem Rennen. Okay, also, wir werden ausgebildet. Und warum gerade hier die Bücher? Es waren im Film wirklich Bücher. Ja, die Originalschriften der Jedi. Die Bücher. Ja, warum die gerade hier sind, keine Ahnung. Es wird auch nicht erklärt, ob Luke die hier gefunden hat oder nicht, weil Luke Skywalker ist ja mit einer mysteriösen Auftrag in die Galaxis aufgebrochen. Moment, ich stell mal kurz mich irgendwo hin, wo es auch hübsch ist. Ja, also Moment. So, er ist ja aufgebrochen mit einer mysteriösen Mission, um irgendwas in den Tiefen des Universums zu finden. Episode 7. Er ist verschwunden und hat eine Karte zurückgelassen, damit man ihn findet. In Notfällen. Wir haben ihn gefunden, die Karte, ne? Weil R2-D2 plötzlich festgestellt hat, dass er noch einen Teil der Karte im Speicher hatte. Er war ja eigentlich deaktiviert, aber das lasse ich mal außen vor. Also, weil wir ihn ja jetzt gefunden haben und da stellen wir fest, er ist hier auf der Insel, weil er auf der Insel sein will. Das ist die Erklärung. Luke Skywalker will hier sein. So. Das bestätigt jetzt auch Chewie. Bist du bereit, mit deinem Training zu beginnen? Immer. Setz dich. Fühlen. Atme. Was siehst du? Die Insel. Da ist noch etwas anderes unterhalb der Insel. Ein dunkler Ort. Ruf nach mir! Wieder setze dich, Rey. Du bist direkt in die Dunkelheit gegangen. Diese Höhle. Ich muss sehen, was da drin ist. Soll die Kamera so sein? So, Baka, ich hoffe, du bist wieder da. Okay. Du wirst gleich wieder da sein. Keine Sorge. So. Ihr habt gefühlt, Chewie war weich und ganz flauschig und geschmeichelt. Moment. Ich kann nicht anders, wenn es hier steht. So, willkommen zurück. Willkommen zurück. Wir haben in der Zwischensequenz nur gesehen, dass ein dunkler Ort unter der Höhle ist, der nach uns ruft und wir müssen zu dem hin.
Das ist alles ganz logisch. So, ich muss mal kurz gucken. Hi. Ja, danke. Nimm eine Fackel mit. Ja. Na gut, ich musste nicht hier hoch. Also gehen wir wieder runter. Ja, es gibt unangenehme... Was macht dieser Droide hier? Die Wurfhaken-Experten springen öfter mal in die Luft, um nah genug an ihr Ziel heranzukommen, bevor sie den Wurfhaken abfeuern. Ich bevorzuge eher Aufgaben, bei denen ich sicher auf dem Boden bleiben kann. Okay, dann mach das mal. Ja, so kommt man auch runter. Das ist echt... So, also ich nehme eine Fackel natürlich in jede Höhle mit und der Ort will nicht dunkel sein. Loch. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir gehen jetzt in eine sehr, sehr dunkle Höhle. Wenn sie wirklich in die Höhle geht, direkt jetzt danach. Ich glaube, das war im Film auch drin. Weil der dunkle Ort ruft ja nach ihr. Die Dunkelheit sozusagen, die dunkle Seite der Macht. Dann wird das... Ne, dich verstehe ich doch auch nicht. Dann wird das jetzt eine sehr komische Szene, ich im Film auch schon nicht verstanden habe. Das soll die Hommage sein, wenn ihr den Baum euch erinnert an Episode 6, wo Luke Vader trifft, ihm den Kopf abschlägt und unter der Maske ist er selbst. Ja, so als Andeutung, was aus ihm wird in Zukunft. Er wird praktisch ein Vader-Ersatz, wenn er der dunklen Seite folgt und unterliegt. Ich glaube, das soll hier so die Hommage davon darstellen. Aber ob das so ist, das kann ich euch leider nicht so hundertprozentig versprechen. Wir gucken uns das Loch an. Seid ihr bereit? Es ist ein schönes Loch. Bereit? Okay. Schön verschrieben. Bereit. ich kann die Kamera nicht steuern. Die Kamera ist fest. Und ja, die Szene ist wirklich so komisch. Sie landet hier und... ihr seht vielleicht etwas. Ich weiß nicht, ob es in der Übertragung gut zu sehen ist. Da ist ein Spiegelbild von ihr zu sehen. Aber das Spiegelbild macht nicht genau das Gleiche, was sie macht. Es macht es zeitversetzt. Guck mal. Sieht man am Stab, wenn sie sich umdreht. Der Stab dreht nicht. Ja, es ist im Film ist es ein bisschen dunkler, aber ich freue mich eigentlich, dass es gar nicht so dunkel ist. Okay, man sieht... ich muss auch da rauflaufen. Okay. Mensch. Im Film ist das alles ganz einfach, weil im Film sieht sie sich dann nur in Spiegeln, 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 Spiegeln. Also sozusagen ganz viele Spiegelbilder von sich selbst. So, ich muss da mal... Eigentlich steuere ich gar nicht... Ich steuere nicht die vordere, ich steuere die hintere Person. Okay. Das ist eine interessante Variante. So, wir sind angekommen. Ich kann euch aber nicht sagen, was diese Szene bedeutet. Ja, also auch im Film nicht. Sie sieht zwar sich selbst und ihr gefällt nicht, was sie sieht, weil ist auch verzerrt und auch teilweise sieht sie ein bisschen böse aus und was weiß ich alles, soweit ich mich dran erinnere. Aber die Szenenbedeutung ist nicht klar, was aus ihr werden könnte. Bei Luke war es ja klar, Luke könnte zu einem neuen Darth Vader werden, also den Platz von Darth Vader einnehmen, was ja auch der Imperator von ihm fordert. Aber bei ihr, wahrscheinlich gab es gar keinen Sinn dahinter.
wirst Luke Skywalker zum Meer bringen. Kannst du meine Umgebung sehen? Du wirst für deine Taten bezahlen. Ich kann deine nicht sehen. Zu spät. Du hast verloren. Ich habe Skywalker gefunden. Hat er gesagt, was passiert ist? In der Nacht, als ich seinen Tempel zerstörte. Er spürte meine Stärke. So wie er deine spürt. Er fürchtet es. Du bist nicht allein. Genauso wenig wie du. Hör auf! Ist es wahr? Habt ihr Kylo Ren erschaffen? Ja. Oh. Verlass diese Insel! Sofort! Ja, es ist in gewisser Weise wirklich wahr, aber Luke Skywalker ist hier, weil er ins Exil gegangen ist. Ich weiß nicht mal, wer Kylo Ren ist, der Anführer der Bösen. Das ist praktisch der neue Darth Vader in schlecht. Habt ihr es getan? So. Ich klopfe mich mal kurz mit Luke. Luke, ich muss es wissen. Sag mir die Wahrheit. Ich wollte ihn ausbilden, meine Stärken an ihn weitergeben. Snoke hatte sein Herz bereits bekehrt. Und er wandte sich gegen mich. Nein! Wenn ich zu ihm gehe, wird Ben Solo sich bekehren lassen. Rey, tu das nicht. Dann ist er unsere letzte Hoffnung. Ich vernichte das alles hier. Ben Solo verloren du hast. Rey verlieren dürfen wir nicht. So, was? Raumschlacht? Hilfe! Ich weiß, es ist noch Gutes in ihm. Was ist denn jetzt los? Ich weiß schon. Aber ich muss es versuchen. Lang lebe der Widerstand! Warum gleich in der Raumschlacht? Ich glaube, ich bin hier aus Versehen reingehüpft. Dürfte nicht passieren. Ben Solo ist Kylo Ren. Das ist sein echter Name. Er hat sich bloß umbenannt, weil er ja der dunklen Seite verfallen ist, ne? Deswegen heißt er Kylo. Kylo ist sozusagen Titel und Ren ist... Nee, Kylo ist der Name und Ren ist der Titel. So herum. Er ist ein Krieger der Ren. Was auch immer das bedeuten sollte. Die sollten voll cool sein. Aber das Interessante ist, sie werden nicht wirklich thematisiert im Film. Ich suche gerade... den Asteroiden, den ich gerade gesehen habe. Warte mal, warte. Da war doch einer. Ach, da. So. Und wir sollen dann zu Supremacy reisen. Warum Rey mit Kylo Ren reden kann über die Macht, obwohl der nicht da ist, das wird auch nie so richtig thematisiert. Und warum man später sogar Gegenstände dann über diese Variante... ja, fernteleportieren kann. War auch nie im Spiel drin oder im Film drin. So. Du machst dir lieber noch einen Kaffee. Das wird mir alles viel zu kompliziert. Ist alles okay. Alles gut. Ich versuch's zu erklären, wo es keinen Sinn gibt. Tut mir leid. Ich würde es ja gerne genau erklären, aber naja. Okay, wir reisen nach Crate.